Ach ja, Izzo. Viel Spaß beim selber hauen. Das Vieh ist so lang verwirrt, ganz ehrlich. Ich komm, ich werf mal einen Hyperball. Und du hast noch nichts. Ich ruf dich mal. Ja, mir ist es jetzt zu gefährlich, Kabuera weiter anzugreifen. Denn Volltreffer kann es besiegen. Bleib drin, du Mistvieh. Ey! Hubbelhof! Den Ruf nicht. Ein armes Hubbelhof! Achso, außer dem wegen Kryptoschlag in Rückstoß. Jetzt bleib mal drin, du Capoeira, du. Hubbelhof hat immer noch nichts gelernt. Komm, jetzt kralle ich dich, so, fertig, aus. Sag mal, was hast denn du für eine Fangrate? Du bist im roten Bereich. Da muss ich noch einen Stein nach dir werfen. Es ist nicht mehr verwirrt. Izzo, du brauchst gar nichts mehr machen. Das ist totaler Schwachsinn, was du da zauberst. Na komm, machen wir just so fun. Darf mal Hubbelhof werfen. Vielleicht hat Hubbelhof mehr Glück. So, jetzt aber, komm! Selbst in Pokémon XD war das leichter. Geht doch. So. Konter. Reflektor lässt nach. Uhu. So, Psyana, du machst aber rechte Hand. Du machst Kryptoschlag. Mal sehen, ob Hubbelhof in den Furie-Modus kommt. Ist ja nämlich nicht schlecht dafür. Bums. Jetzt würde ich gerne mal wissen, durch was das läuft. Durch Spiegelkäfer oder Konter sehe ich das ja. Aber Hubbelhof kriegt zu viel Rückstoß, dass wir das nicht mehr erleben. Nein, ich hole Morlord rein. Ja, irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass jetzt Morlord den Konter abkriegt, wenn das Konter macht. Okay, scheinbar läuft es wirklich über den Angriff. Das heißt, manche Krypto-Pokémon sind da totaler Schwachsinn, oder wie? Ja, scheinbar wirklich über einen Angriff. Jetzt kommt Counter. Ja. Und Morlord down. Da fragt sich noch irgendeiner, warum wer es ist, wohin genau und Izzo bannend sind. Weil man nicht auswechseln kann. Und wenn sie angreifen muss irgendwann. Im Einzelkampf zumindest. So. Nee, ich will, dass Psyana angreift als erstes. Und tschüss. Tschüss, Izzo. Meine Güte, habe ich an diesem Kampf jetzt lange gehangen. Ja, hättest du wohl besser. Duellberg, hä? Oh, Pikachu geht es doch gut. Nee, hättest du nicht, weil du ganze Zeit Ruckzuckieb gemacht hättest. Hätte ich einen Capoeira gehabt, hätte ich einfach nur Erdbeben dem Capoeira beigebracht und Pikachu wäre sonst wohin geflogen. Gut. Nein, ich will nicht nach Hause. Ich wollte die Akte da haben. Aha.
können wir mal gucken. Wie sehen unsere Pokémon auf? Aus. Nicht aufgeladen. Gut, dann laden wir sie erst auf. Opa. Jetzt aber, haha. Und tschüss. Wie ist es so schnell hinter mich gekommen ist, wieder mal. Dün, 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 dün. Aus da. Ja, alter Mann. Ist gut. Hallo. Guten Tag. Ich wollte eigentlich mit dem Wingenau reden. Ja, warum nicht? Okay. Danke für die Info. Dum, 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 dum. So. Oho. Wir schleppen Zahnräder mit uns, Steintafeln. Was schleppen wir noch alles mit uns? Haben wir überhaupt ein Pokémon, was... Ja, ist gut. Ich will aber nicht mit euch reden. Och, Manu. Mail. Mhm. Danke. Gehen wir gleich hin. Ja, da müssen wir sofort hin. Gehen wir aber erst später hin. Ich will jetzt erstmal was nachgucken. Warst du eigentlich schon fertig? Nein, natürlich nicht. Das trifft sich jetzt nicht gut. Ich will nämlich mal ein bisschen erlösen dürfen. Damit ich mir zumindest ein drittes Teammitglied mal reinhauen kann. Oder überhaupt mal ein Team sortieren kann. Und darf ich jetzt schon erlösen? Und ich muss mal mein Pokémon mitnehmen, was erlösbar ist. Blöd, dass hier nicht die Leisten dran stehen. Ich glaube, Noctur war erlösbar. Okay, nehmen wir mal Noctur mit. Mal gucken, ob ich jetzt erlösen kann schon. Also will ich diese Akte da jetzt noch holen. Du. Dieser Ort ist einfach schön, muss ich sagen. Okay, was haben wir hier drin? Silvi. Mhm. Okay. Okay, wir dürfen schon öffnen. Dann machen wir gleich mal Noctur. Dun, dun, dun.
erinnert sich nun an die Stahlflügel, kriegt ein paar Erfahrungspunkte, erhält ein Band, möchte es Nocturne einen Kosenamen geben. Nö. Okay, Nocturne. Du bist jetzt vollkommen erlöst, das trifft sich sehr gut, denn ich benutze dich eh nicht. Blöd gesagt. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt erlösen können, dann weiß ich nämlich, was ich im nächsten Part anstreben werde. Wenn ich nämlich gucken, dass ich wie Senior erlöst krieg. Dass ich mal so ein bisschen ein Team aufstellen kann. Habe ich gesagt, gerade nächsten Part? Ja, gesagt, später. Ja, gleich. Ach, egal. So, du kommst jetzt auf Box 3, da kommen hausche Erlösten hin. Warum gehe ich dann so eine extra Runde? Ja. Ich denke mal, ich habe gesagt, nächsten Part, weil ich jetzt erstmal eine kleine Pause einlege. So, nach einer kurzen Pause bin ich wieder da und ja, ich habe ein kleines bisschen, da ist das ausgetauscht. Mantax ist nicht mehr in der Pension, denn ich will das Wesen von Wabdu schneller wissen als das von Mantax. Und jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich die Kryptos so ein bisschen, zumindest die, die mich gerade interessieren, die ich jetzt dabei habe. Ja, Caboera ist dazu hingekommen. Dass ich einfach mal rauskriege, was die für Wesen haben. Obwohl ich Visor ja schon weiß, also wie Senior. Wie Senior steht ja zumindest schon mal oben auf der Liste. Dann muss ich ihn nur noch erlösen, wie Senior. Aber was ich jetzt unbedingt machen werde, ist mal die zwei nach vorne. Was ich aber glaube, was nicht geht, dass wir jetzt mit denen im Kolosseum kämpfen. Ich werde es aber trotzdem nochmal nachgucken. Ich glaube, das dürfen wir nicht. Ich jetzt mal hier hin, weil das das schwächste Kolosseum ist von allen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht hier ein Kämpfchen austragen dürfen. Wenn nicht, dann muss ich erstens ein paar Leute willkürlich ansprechen und gucken, ob sie kämpfen wollen. Es gibt so ein paar, die jetzt noch ja, gerne kämpfen würden. So. Willkommen. Ja. Sage ich ja. Wir dürfen keine Krypto-Pokémon in dem Turnier benutzen. Das ist doof. Gut, dann werde ich mal gucken, dass ich irgendwen finde zum Kämpfen. Ich glaube, der wollte kämpfen. Das ist doch super. Na komm. Ich hoffe, die kommen oft in den Furien-Modus, damit wir das schnell machen können. Ein Wompel und ein Schaloko. Ach, wie süß. Caboera und Mantax. Was ich aber sagen muss, was ich am Mantax sagen schon am Caboera cool finde, das kann ich euch mal zeigen. Das habe ich ja jetzt nur für mich einmal eben geguckt. Deswegen will ich den nehmen. Guckt mal auf die beiden Verteidigungswerte. Die sind richtig, richtig stark sogar. Angriff ist noch im grünen Bereich für mich. Also das Doppelte vom Level ist für mich grüner Bereich. Und alles, was mehr als das Doppelte vom Level ist, ist schon, ja, es ist gut. Dreifache vom Level ist sehr gut und was über Dreifache vom Level geht, ist spitze. So stufe ich das circa ein. Und da die Verteidigung relativ gut ist in beiden Verhältnissen, lohnt sich doch Caboera schon ein bisschen zu trainieren. So. Da haben wir ihn schon. Gut gemacht, Caboera. Mantax. Und ein Tackle. Oh mein Gott, ging auch noch daneben. Noch ein Tackle. Ihr habt sowieso Angriff verloren, da Caboera auf dem Feld ist.